So, liebe Schülerinnen und Schüler, für einmal wende ich mich in einer Folge Digifernunterricht an Sie direkt und möchte Ihnen zeigen, wie Sie wissenschaftliche Arbeiten finden, Zugang erhalten können, auch wenn die entsprechenden Bibliotheken geschlossen sind. Ich hoffe, das ist auch für andere Menschen vielleicht interessant, aber ich führe da ganz kurz durch und zeige so ein bisschen, was es gibt. Also, zunächst einmal zeige ich mal die Seite der Zentralbibliothek Zürich. Wer jetzt da keinen Zugang hat, für die ist das vielleicht etwas weniger interessant, aber grundsätzlich können Menschen sich anmelden, Login machen und dann sehen, welche Möglichkeiten da bestehen. Ich zeige das mal. Also ich klicke jetzt hier auf Anmelden. Und was Sie nicht erstaunen wird, ist, ich habe tatsächlich schon einen Zugang zur ZW und zu diesen Anmeldemöglichkeiten. Und ich bin jetzt hier tatsächlich schon angemeldet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, so wie ich, dann kommt ein Fenster, bei dem Sie ein Konto eröffnen können. Und das müssen Sie dann machen. Dann sehen Sie, Sie sind hier als Benutzerin, Benutzer registriert. Dann können Sie suchen, zurück zur Suche gehen, also wenn Sie angemeldet sind und kommen dann in dieses Rechercheportal, bei dem alle Bibliotheken in diesem Bibliotheksverbund durchsucht werden. Und ich gebe jetzt hier mal ein, was ich suche. Ich suche nämlich einen Wojciech-Aufsatz von Lukas Barefuß und der ist in diesem Sammelband Stil und Moral enthalten. Das weiß ich, das kann ich auch auf anderen Wegen rausfinden. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann sehe ich den Bestand. Und tatsächlich, es ist in der Zentralbibliothek Zürich verfügbar. Jetzt wähle ich wieder dieses Exemplar aus, das direkt von da kommt. Aber auch wenn Sie andere erhalten, dann kriegen Sie dann die beiden Möglichkeiten hier, nämlich Kopierauftrag oder Ausleihe. Und was hier passiert ist, der Kopierauftrag öffnet dann ein Fenster, wo ich gewisse Dinge auswählen kann. Also ich kann zum Beispiel auswählen, ob ich das per E-Mail oder per Post bekommen will, muss dann angeben, welche Seiten ich davon haben will und kann es dann kostenpflichtig bestellen. Jetzt muss man sagen, dieses kostenpflichtig, das kostet tatsächlich etwas, wenn Sie nicht an der Universität Zürich studieren. Dort werden Scans und auch Verschicken von Büchern, das kann ich Ihnen auch gleich zeigen, kostenlos erledigt. Also wenn Sie jemanden kennen in Ihrer Nachbarschaft, der oder die an der Uni studiert oder an der Uni arbeitet und eine UZH-Mailadresse hat, dann fragen Sie doch die, ob sie für Sie die Bücher bestellen oder die Artikel scannen lassen können. Wenn das nicht so ist, dann müssen Sie schauen, ob Sie Kosten auf sich nehmen oder Sie wenden sich einfach direkt per Teams, per Mail an mich und ich versuche Ihnen dann zu helfen. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, die andere Möglichkeit ist hier, dass Sie Ausleihe machen. Im Normalfall steht dann, wie Sie das Buch ausleihen können und in dem Fall steht hier, Sie können das per Postversand nach Hause bestellen. Es kostet 5 Franken. Wiederum, wenn Sie nicht eine UZH-Mailadresse hinterlegt haben, wer an der Uni studiert oder an der Uni arbeitet, kann sich die Bücher kostenlos nach Hause bestellen, also die werden dann geschickt und dann haben Sie wirklich das physische Buch so zu Hause. Das wäre die Möglichkeit der Zentralbibliothek. Es gibt weitere Möglichkeiten, um an wissenschaftliche Texte zu kommen. Dazu gehe ich jetzt mal auf die Seite der Pestalozzi-Bibliothek und da gibt es oben einen Reiter Digitale Bibliothek und wenn Sie in der Stadt wohnen oder einen Pestalozzi-Bibliothek-Ausweis haben, um in einer der städtischen Bibliotheken Bücher auszuleihen, dann haben Sie jetzt hier ganz viele Möglichkeiten für Onleihe, also das sind digitale Bücher, die Sie ausleihen können. Und Sie haben auch Zugang zu verschiedenen Portalen. Möchte dann eines noch zeigen. Jetzt so eine städtische Bibliothek, die gibt es vielleicht auch, wenn Sie nicht in der Stadt wohnen, in Ihrer Gemeinde, hat Ihre Bibliothek sicher auch sowas wie eine Onleihe, die hat teilweise wissenschaftliche Bücher, einfach nicht enorm viele. Also die Zentralbibliothek hat fast alle wissenschaftlichen Bücher, das hat diese Bibliothek nicht, aber Sie können hier recht einfach diese Munzinger-Seite möchte ich Ihnen noch zeigen. Das ist ein sehr wertvolles Portal, wenn man das kennt. Wir haben
an der Kantonsschule Enge einen Zugang. Die Schülerinnen und Schüler, die das jetzt von mir über die Schule bekommen, die kriegen da auch einen Link von mir, mit dem sie direkt da zugreifen können, ohne dass sie sich hier noch mit Ausweisnummer und Passwort einloggen müssen. Und dann können sie hier auf ganz verschiedene Lexika zugreifen, auch die ganzen Dudenbände, auf verschiedene Zeitungen. Das ist ein sehr wertvolles Portal, das wir an der Schule im Moment kostenlos nutzen können. Und viele andere Schulen können das auch. Fragen Sie danach bei Ihren Lehrkräften, ob sie Ihnen da weiterhelfen können. Jetzt bin ich noch nicht fertig. Ich zeige Ihnen noch zwei weitere Möglichkeiten, die jetzt, jetzt verlassen wir so ein bisschen den legalen Bereich. Was das heißt, ist, entschuldigen Sie mich, das irritiert mich jetzt da gerade. Ich versuche da zurückzukommen. Gut. Also, was heißt es, wenn wir den legalen Bereich verlassen? Wenn Sie wissenschaftliche Texte für schulische Arbeiten benötigen, die anschauen, dann wieder löschen, dann finde ich es vertretbar, diese Quellen zu benutzen. Wenn Sie Dinge runterladen, die weitergeben, irgendeiner Form Geld damit verdienen oder es vermeiden wollen, Bücher zu kaufen, dann muss ich ganz stark davon abraten und sehr wahrscheinlich machen sich damit auch strafbar. Ich bin kein Anwalt, der Ihnen das jetzt genauer erklären könnte. Ich sage einfach, das, was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, da sind Sie wie auf der sicheren Seite. Das, was kommt, ist in einer Notsituation, können Sie sich damit behelfen. In allen anderen Situationen würde ich davon abraten. Also, die erste Seite ist LibGenIS. Es ist eine Datenbank für wissenschaftliche Arbeiten und die Stärke da bei dieser Seite ist, sind naturwissenschaftliche Arbeiten, die Sie recht einfach finden. Also ich gebe jetzt hier mal einfach nur Barefuß ein. Ich lasse mal den Wojciech weg, weil ich habe es schon ausprobiert und da kommt dann nichts. Also ich finde jetzt diesen Artikel da nicht, aber ich finde jetzt ganz viele Artikel von Barefuß, von Leuten, die Barefuß heißen und kann die dann hier hinten runterladen, wenn das jetzt die Texte sind, die Sie suchen. Und sobald wirklich naturwissenschaftliche Arbeiten sind und Sie auch so eine DOI-Adresse kennen, dann können Sie die über diesen, also das Digital Object Identifier, dann können Sie die hier recht einfach suchen und finden bei LibGenIS recht viele wissenschaftliche Paper. Also dafür ist das Ganze gemacht und es ist eine Sammlung, die besonders für Menschen, die an Orten leben, wo sie keinen guten Zugang zu Bibliotheken haben, die auch keine diese guten Konten haben, Bibliotheken, die vielleicht diese Zugänge sich auch nicht leisten können in gewissen Ländern. Da ist es wichtig, dass der Zugang zur Forschung erhalten bleibt. Und aus meiner Sicht ist es deshalb auch ein wichtiges Projekt, dass man Forschung zur Verfügung stellt. Ich zeige Ihnen noch die letzte Möglichkeit. Die Seite heißt b-ok.org. Das ist eine Seite, die E-Books zur Verfügung stellt. Also wir können jetzt hier wiederum barfuß suchen und ich zeige Ihnen, was da kommt. Mal schauen, vielleicht muss man mal den Umlaut da. Ja, mit AE geht's. Also, da finden Sie Bücher von Lukas Barefuß. Und wie ich Ihnen gesagt habe, bitte kaufen Sie die Bücher in Ihrer lokalen Buchhandlung. Wenn Sie kurz reinschauen müssen, ist es eine Möglichkeit. Wenn Sie ganz dringend ein Buch brauchen und es nicht erhalten können, ja. Aber das ist nicht hier, verlassen Sie den legalen Bereich, aber es kann für wissenschaftliche Texte hilfreich sein. Also wenn ich jetzt das Büchner Handbuch suche, dann finden Sie das hier auch und dieses Handbuch ist tatsächlich sehr teuer und wenn Sie da noch zwei, drei Seiten draus brauchen, das wäre etwas, was Sie in der Bibliothek holen würden und sich da dann einen Zugang zu verschaffen, finde ich jetzt in dieser Corona-Zeit okay, sonst eher weniger. Gut, das wären die Tipps gewesen. Ich fasse kurz zusammen. Also Zugang bei wissenschaftlichen Bibliotheken. Zentralbibliothek Zürich hat super Möglichkeiten im Moment, sich Texte scannen zu lassen, sich Bücher zuschicken zu lassen. Nutzen Sie das. Machen Sie ein Konto, benutzen Sie das, lassen Sie sich helfen. Zweitens, Ihre lokale Bibliothek, jetzt im Fall der Stadt Zürich, die Pestalozzi-Bibliothek. Viele Bibliotheken haben tolle Online-Zugänge und Sie beraten auch. Gehen Sie auf die Website Ihrer Bibliothek, schildern Sie das Problem, was Sie haben, was Sie suchen.
Dort gibt es Leute, die Ihnen weiterhelfen, die auch dafür bezahlt sind, Sie zu unterstützen in der Suche. Dort finden Sie auch vielen Zugang zu weiteren Ressourcen. Dasselbe gilt auch für die Schule. Die Schule hat viele Abos. Nutzen Sie die, schauen Sie, wo Sie überhaupt alles reingehen können. Eine dritte Möglichkeit, da jetzt nicht mehr im legalen Bereich, libgen.is nutzen oder bok.org oder bok.cc. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich fasse es dann unten am Video noch zusammen. Melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben und viel Spaß.